Hallöchen zusammen zum nächsten Part. The Elder Scrolls 4 Oblivion. Jo. Das war jetzt uncool. Hier warten wieder einige von diesen dämlichen Gnomen auf uns. Die uns irgendwie auch kein bisschen, ne, zu viel abziehen oder sowas. Die zu viel HP haben oder so. Was kein bisschen unfair ist. Hey! Irgendwie, ja, ne? Viel zu overpowered sind oder sowas. Komm, jetzt gibt's mal aufs Maul hier. Komm, hier, nimm. Friss. Ja. Stahlpfeil, ja. Her damit. Fertig. Ein paar Stahlpfeile, okay. Und wieder aufheilen. Irgendwas, glaube ich, machen wir noch halb falsch, ey. Ich meine, keine Ahnung, das ist jetzt auch nicht wirklich cool. Sind eigentlich die Dings abgeblieben. Dieser, Typ, der mir helfen wollte. Also nicht der, Kaiserliche, sondern der, der hier von dem Dorf auch ist. Hm. Muss ich wohl ohne den auskommen, oder was? Ich will mal einmal kurz nach meinem Schwert gucken. Ah, das hat aber auch schon mal bessere Tage gesehen. Das ist alles, glaube ich. Deswegen schaue ich einmal, Hammer habe ich da noch ein. Erstens aufs Stahlschwert. Hier noch ein bisschen was drauf. Die ein bisschen. Na toll, da habe ich keine Hammer mehr. Das ist doof jetzt, das ist jetzt doof. Schau mal, ich habe einen Pfeil in der Fresse. Toll. Finde ich ja super, Mensch, finde ich echt super. So, mehr Tränke will ich jetzt gerade nicht benutzen eigentlich. Ich gehe jetzt einfach weiter. Guck mal hier zwischendurch rein. Ja, Pinsel brauche ich jetzt nicht. Ne? Nee. Hier rein. Okay. Wähle ich das mal gleich aus. Und gehe da rein. Hoffe mal, dass da dort nicht noch irgendwelche von diesen ekelhaften Gegnern sind. Ah, toll. Der irgendein Buff oder sowas wieder. Achtung! Ja, ist klar, ne? Ist klar. Wo ist der? Da. Komm, da gibt's erstmal aufs Maul. Öpp. So. Autsch, Entschuldigung. Das war jetzt nicht cool. Das war jetzt gar nicht cool. Komm, hier. Komm, hier. So. So, das alles her damit. So, sehr schön. Bisschen aufheilen wieder. Gott, ey, ich muss mich doch mal irgendwo aufheilen können. So richtig, meine ich. Ah, und das war wohl dann wohl der Herzog hier. Den Siegelring, okay. Frage ist, wo finde ich den jetzt? Ja, Gold will ich nicht. Ich will, na, schon, aber ist jetzt nicht gerade nett eigentlich. Was ich hier mache. Wie gesagt, ich brauche eigentlich ja was zu heilen. Dabei sind mir die Sachen eigentlich relativ egal. Komm, ich nehme jetzt noch einen. Ist mir jetzt erstmal egal. Vielleicht finde ich irgendwo wieder welche später oder sowas. So. Bitte sag mir, dass hier keine Respawns sind oder sowas. Da habe ich keinen Nerv zu gerade. Da, gib mal her einen Pfeil. Ja, Stahlpfeil, schön. Keine Respawns, keine Respawns. Ansonsten renne ich gleich einfach. Du wartest hier schon. Irgendwie ganz komisch, dass du dich erstmal nach vorne backst immer. Das sieht so aus, als würde der da vorne warten. Okay, warum macht er das? Aber egal. Weiter aufheilen, kann man immer gebrauchen. Was sagst du? Wo ist der Herzog? Warum ist er nicht bei euch? Ja. Wir sind zu spät gekommen? Wenn wir nur früher gekommen wären. Dies ist in der Tat ein schwarzer Tag für uns alle. Ich danke euch aber dafür, dass ihr euer Leben für uns riskiert habt. Ihr habt nicht zufällig den Ring des Grafen gefunden? Hm. Bringt ihn sofort in Sicherheit!
Dann habe ich gerade was verpeilt. Super schön. Können wir nochmal zurückgehen? Warum nicht? Ist eine tolle Idee. Holen wir uns nochmal den Siegelring. Habe ich das gerade echt verpeilt, ey? Oh nee. Geht ja gar nicht. Gehen wir nochmal zurück. Komm. So. Die sind alle halb tot abgesehen von mir, aber irgendwie tun die sowieso alle respawn oder sowas. Also dieser Savlian, der steht ja sowieso jedes Mal wieder auf, egal was wir machen. Also ja, toll. Schön, ne? Ist ganz praktisch. So, wo ist der jetzt? Hier vorne. Hallo. So, Messing-Pairing. Da. Den habe ich gesucht. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Da lang. Hier raus. So. Zurück zu dem Typen da. Mensch, Mensch, Mensch. Das ist ein bisschen nervig. Ich hoffe mal, dass ich jetzt demnächst ein bisschen mehr Mana oder sowas kriege oder meine Heilzauber etwas effektiver werden. Weil das ist ja manchmal gerade echt schlimm. Aber naja. Komm, hallo. Hallo da hinten. So. Hier. Habt ihr den Ring des Herzogs? Jo. Wenigstens ist das in Sicherheit. Ich danke euch. Ich werde ihn aufbewahren, bis es einen neuen Grafen gibt. Hier, nehmt dies. Ich habe keine Verwendung dafür. Ich bin des Kämpfens müde. Ihr könnt ihn vielleicht noch brauchen. Was denn? Was habe ich denn jetzt bekommen? Ah, Quatsch, Brustharnisch hinzugefügt. Cool. Okay. Er sollte irgendwo im Lager sein. Er war bei den Überlebenden, die wir aus der Kapelle von Akatosh gerettet haben. Ah, das ist, ja, wie gesagt, das ist gut. Ich gucke mir jetzt einmal. Seht euch vor. Das werde ich machen. Gut. Kann ich das dann ausrüsten oder wie ist das? Drei Rüstungen. Festigen Konstitution, festigen Stärke. Nein, das ist eine leichte Rüstung. Eigentlich will ich das nicht haben. Eigentlich nicht so ganz. Ja, trotzdem danke, ich werde es verkaufen. Was ist los? Nichts ist los. Ich gehe jetzt zu dem Links da, zu diesem Martin da. Keine Ahnung. Findet den Erben. Habe ich markiert, schön. Und dann geht's zurück. Sehr schön. Hier wieder raus. Ich kann jetzt wahrscheinlich da auch lang gehen. Und es ist immer noch am Regnen hier. Das ist schlimm. Ändert sich das nicht mal? Wie gesagt, hier von den Links will ich mich eigentlich nicht bedienen. Das ist keine gute Idee. Da ist wieder so ein eine Oblivion-Markierung drauf. Das gefällt mir nicht. Ist noch ein zweites Tor oder was? Egal. Gehe ich da mal wieder rein. Bisschen scheiße hier. So. Einspaziert. Ist da jetzt jedes Mal rein oder sowas? Keine Ahnung, ist egal. Scheint so. Tür ist ja markiert, deswegen. Dann geht's da wieder raus. Da ist eine Oblivion-Markierung. Das stört mich jetzt. Das finde ich gar nicht gut. Das finde ich überhaupt nicht gut. Da ist so ein mieses Gefühl gerade. So, laden. Komm, mach hin. So. Schneller. So, hier ist die Markierung, aber. Nee, das. Dann. Ach so. Ja, gut, das markiert nur, dass hier eins war. Okay. Gut. Gehen wir dann mal wieder runter zu diesem Lagerding. Ah, Gott. Was ist hier los? Hallo. FPS. Mach mal hin. Beruhig dich mal, ja? Oh, ich hoffe mal, das geht jetzt, ey. So. Denk mal, dass ich den dort unten dann irgendwie wieder finde und keine Ahnung. Gehe ich mal einfach von aus. So. Hier runter spaziert da. Und es wird wieder augenblicklich wieder besser, glaube ich, das Wetter. Das hat aufgehört zu regnen. Wahrscheinlich haben wir jetzt gleich auch wieder blauen Himmel oder was auch immer. Ist ja gar nicht, was für eine Tageszeit wir hier gerade haben sollen. So ein grauer Himmel, der mir nicht gefällt. Die Goldküste. Naja.
Mal sehen. Vielleicht wird das gleiche noch. Sehen wir dann. Oh Gott, diese FPS. Das ist ein Rätsel für mich, ey. Wieso geht das hier manchmal nicht? Naja, ich sehe auch wieder, dass ich die Stufe aufsteigen lassen kann, wie auch immer. Fällt mir natürlich auch. Du stehst hier wieder wie blöde. Naja, ist mir eigentlich auch egal, was mit dir ist. So. Spreche ich erstmal mit diesem Martin, oder? Nee, ich gehe erstmal eine Runde schlafen. Auch Quatsch niedergebrannt. Quatsch wurde bereits. Bettzeug, da schlafen wir erstmal 10 Uhr am Morgen. Ja, schlafen wir erstmal. 3 Stunden. 3 Stunden ist gut. So. Hm, laden? Ah, okay. Also, 3 Attribute können wir wieder verstärken. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, Stärke, Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Deshalb würde ich sagen, Stärke ist jetzt schon ziemlich sinnvoll. Und diesmal machen wir auch mal ein bisschen auf Persönlichkeit und Ausdauer. Jetzt machen wir, warte mal. Ja, das brauche ich nicht. Machen wir hier mal drauf. Okay. Sehr schön. Für einen Mörder schlaft ihr sehr tief. Das ist gut. Ihr braucht ein reines Gewissen für das, was ich euch vorschlagen werde. Was? Wieso? Alles zu seiner Zeit, mein Kind. Alles zu seiner Zeit. Zuerst eine Einführung. Ich bin Lucien Lachance, Sprecher der Dunklen Bruderschaft. Und ihr... Ihr seid ein kaltblütiger Mörder. Ihr nehmt Leben ohne Gnade oder Reue. Die Mutter der Nacht hat euch beobachtet und ist sehr zufrieden. Daher bin ich hier. Ich habe ein Angebot für euch. Eine Gelegenheit, unserer recht einzigartigen Familie beizutreten. Also, ich habe gehört, dass diese dunkle Bruderschaft eine sehr interessante Quest haben soll. Aber keine Ahnung, dass sie das kaltblütig nennt, wenn ich mal so versehentlich mal einen Soldaten da nebenbei abgeschlachtet habe. Also ich weiß, dass ich da nebenbei einen von diesen Legionstypen mitgenommen habe. Das weiß ich, dass ich das war. Aber ob ich das nun kaltblütig wäre, ja gut, okay. Ah, eure Umgangsformen sind sehr erfrischend. Nun hört bitte gut zu. Auf dem Grünweg nördlich von Braville liegt die Schenke zum schlechten Omen. Dort werdet ihr einen Mann namens Rufio antreffen. Tötet ihn und eure Aufnahme in die dunkle Bruderschaft ist vollendet. Tut dies, und wenn ihr das nächste Mal an einem Ort schlaft, den ich als sicher erachte, zeige ich mich euch wieder und bringe die Liebe eurer neuen Familie. Keine Ahnung, was Rufio gemacht hat, aber der ist jetzt demnächst mal einen Kopf kürzer. Hervorragend! Bitte nehmt dieses Zeichen der dunklen Bruderschaft. Diese Klinge ist noch unberührt und es dürstet sie nach Blut. Möge sie euch bei euren Unternehmungen gute Dienste leisten. Damit möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe ehrlich, dass wir uns schon bald wieder treffen. Na gut, ich dachte, du willst dich verabsprechen, aber okay, tschüssi. Euer Weg ist eindeutig. Bringt Rufio den Tod und die dunkle Bruderschaft wird euch als Familienmitglied aufnehmen. Ja, gut. Dann tschüss. Der macht sich gleich unsichtbar und verschwindet. Auch cool. Der hat mir ein Messer gegeben oder sowas. Das will ich mir jetzt ansehen einmal. Klinge des Leids. Das ist nur so ein Dolch, nee. Ist ja ganz nett, aber okay, will ich nicht. Spreche ich mal mit ihm hier. Ja, ich sehe dich, ich sehe dich, hallo, ich sehe dich, Freund. ich sehe dich. Hallo, hallo. Egal. Ich fragte mich, ob ihr wiederkommen würdet. Ich muss zugeben, dass ich an eurer Geschichte zweifelte. Die Leute sagen, ihr hättet das Oblivion-Tor zerstört. Ihr habt ihnen Hoffnung gegeben. Ihr habt ihnen geholfen, die Daedra zurückzuschlagen. Ja, ich werde mit euch zur Vaynon-Priorei gehen und mir anhören, was Joffrey zu sagen hat. Geht voran. Gut, jetzt könnten wir natürlich,
den ganzen Weg von hier aus zu Vayner und Priorei zurückgehen. Allerdings kenne ich eine viel coolere Möglichkeit, und zwar nennt sich diese Teleportieren. Und das werde ich auch, glaube ich, machen. Da ich da jetzt gerade keine Lust habe, ich meine, die meisten Sachen auf diesem Weg kennen wir schon. Aber wisst ihr was? Das machen wir erst im nächsten Part. Tschüss.